Was für ein Gewicht. Willkommen zu einer neuen Reihe rund um Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Und in diesem Video geht es um die Nominierten zum Kennerspiel des Jahres, aber auch um die Empfehlungen. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Willkommen zu einer neuen Reihe und in dem Fall gab es ja schon einige Videos und in dem Video wird es jetzt Zeit, euch die Nominierten zum Kennerspiel des Jahres 2019 vorzustellen. Es geht also um das gehobene Familienspiel, also eine Stufe höher. Ihr spielt schon oft beispielsweise, habt auf jeden Fall mehr Spielerfahrung und wollt je nachdem gleich den nächsten Step gehen. So fasse ich es einfach mal in Kürze zusammen. Und hier gibt es auch drei Spiele, die nominiert wurden und es gibt auch eine durchaus größere Empfehlungsliste, so kann man es auf jeden Fall sagen. Also wieder ein sehr guter Jahrgang oder in dem Fall auf jeden Fall ein sehr guter Jahrgang. Es war knapp und wir halten uns gar nicht länger auf. Ich spicke teilweise einfach in die Übersicht von Spiel des Jahres von der Seite, weil ich möchte es genauso in der Liste halten, wie das auch dort gemacht wird. Soll jetzt aber kein Ranking sein, welches ich als erstes oder als letztes zeige. Das gleich vorneweg. Steigen wir also auch gleich ein mit Carpe Diem. Ein Spiel aus dem Hause Ravensburger bzw. Alea, wie man hier sieht, vom Autor Stefan Feld. Ja, in dem Fall schlüpfen wir in die Rolle von Patricia und bauen an unserer Stadt. In dem Fall, ich drehe es auch gerne mal um, dass man das nochmal so sieht, weil ich möchte auf diesem Wege gleich verweisen auf das Video, was ich dazu erstellt habe. Zum einen war auch der Stefan Feld da bei mir, beziehungsweise ich war bei ihm zu Gast und wir haben das Spiel uns näher angeschaut und es gibt auch ein Fazit, wo ich das eine oder andere bemängel. Ja, das muss auch sein, wenn mir was stört und insbesondere was das Material angeht. Das Ganze ist in dem Fall, man sieht es ja hier, ab 10 Jahre für 2 bis 4 Spieler, dauert 45 bis 75 Minuten. Ja, wenn ihr es oft gespielt habt, spielt das in 30, 40 Minuten. Ist richtig knackig und ist richtig schnell. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Was nominiert ist zum Kennerspiel des Jahres? Das ist Detective. Ja, auch dieses Spiel, ein Krimi-Brettspiel, habe ich euch schon vorgestellt und zwar spoilerfrei. Das Video ging ein bisschen länger in dem Fall, weil es gab auch durchaus einiges zu erzählen mit diesem sehr ungewöhnlichen, durchaus innovativen Spiel. Das ist wirklich innovativ, weil man arbeitet mit Systemen, man ist Ermittler in dem Fall und versucht verschiedene Fälle zu lösen. Einmalig versteht sich in dem Fall und 5 Fälle sind enthalten. Es gibt noch sogar eine Erweiterung LA Crimes, die habe ich auch schon, da sind wir auch schon dran. Die werde ich euch auch irgendwann noch spoilerfrei vorstellen, aber hier hat man ein Spiel in dem Fall. Ich schaue nochmal auf die Angabe, dass ich alles korrekt sage. Hier sieht man auch die Rückseite. Ab 16 Jahre ist es angegeben, aufgrund der Stories, aufgrund der Fälle. Und Spielzeit steht hier mit 2 bis 3 Stunden. Ja, 3, 4 Stunden habt ihr auf jeden Fall pro Fall. Und die Fälle hängen zusammen. Das heißt, ihr solltet es möglichst die Abstände nicht zu gering halten, um von einem Fall zum nächsten zu gehen, weil die ganzen 5 Fälle, die gehen ineinander über und am Schluss gibt es quasi so eine Art Finale. Aber ich darf hier jetzt nicht allzu viel sagen. Angegeben für 1 bis 5 Spieler, was die Spieleranzahl betrifft. Klar, ihr könnt es auch solo spielen, ist aber dann knifflig. Ihr braucht auf jeden Fall das System. Das gibt's. Ihr braucht einen Internetzugang. Ihr braucht Mindmaps. Ihr braucht Charaktere, die ihr Notizen machen könnt. Ihr müsst sie sehr viel notieren, wie in einem richtigen Krimi in dem Fall. Und da ist das Spiel in dem Fall auch nominiert aus dem Hause Pegasus Spiele in dem Fall. Autor Ignazi Drevcik, wie gesagt Verlag Portal Games, also das zweite Spiel der Reihe. So, das dritte Spiel der Reihe, was nominiert ist, ja, und jetzt merkt ihr es, wenn ich es jetzt gleich nochmal sage, auch dazu habe ich ein Video schon gemacht, zu Flügelschlag aus dem Hause Feuerland. Der eine oder andere sagt, genau das ist quasi das typische Kennerspiel, das leicht gehobene Familienspiel, durchaus schwer das Ganze. Ja, ungewöhnlich vielleicht von der Grafik auf den ersten Blick, aber schaut mal rein, 4 Aktionsmöglichkeiten stehen hier zur Auswahl. Es ist ein Würfelturm gleich integriert und ihr sammelt Vögel bzw. arbeitet mit den Vögeln, die ihr in eurem Bereich dann habt, weil jeder hat hier ein Tableau vor sich. Das Ganze wirklich knackig. Man sieht es auch von der Spielzeit, 40 bis 70 Minuten mit Erklärung. Und ich habe es immer wieder Neulingen jetzt die letzten Wochen erklärt, dauert es ca. 60 Minuten mit Erklärung. Also ist durchaus ein schnelles Spiel. Angegeben 1 bis 5 Spieler. Da verweise ich dann auch nochmal auf das Video. Wie gesagt, eine Solo-Variante ist hier enthalten, aber ihr könnt es zu 2, zu 3, zu 4. Es spielt sich genauso gut, unabhängig von der Spieleranzahl. Angegeben ab 10 Jahre. Es liegt einfach an den Texten, weil das Thema ist eigentlich wirklich zugänglich, auch jüngeren Spielern. Aber hier aufgrund der Texte, aufgrund der kleinen taktischen Finessen, passt das mit der Altersangabe auf
auf jeden Fall. Das waren die drei Spiele und wie gesagt, eines von diesen drei wird dann im Juli zum Kennerspiel des Jahres 2019 gekürt. Aber es ist natürlich bei weitem noch mehr. Es sind natürlich auch Spiele auf der Empfehlungsliste. So, und das erste Spiel, und jetzt gehen wir wieder nach der Liste, Architekten des Westfrankenreichs, wie man jetzt hier sieht, durchaus also wieder eine anspruchsvolle Altersangabe. Schaue ich mal drauf, je nachdem gibt es ja immer wieder unterschiedliche Empfehlungen. Da steht zwar ab 14, aber Altersempfehlung ist auf jeden Fall ab 12 in dem Fall. Ist anspruchsvoll, ist auch so ein gehobenes Familienspiel, 1 bis 5 Spieler, 60 bis 80 Minuten, da steckt auch einiges drin. Ich habe das auch, wie gesagt, alles separat und es erinnert ein bisschen an die Nordsee-Saga und da habe ich auch schon viele Spiele dazu gemacht, mit Worker Placement, mit Karten, sehr variabel das Ganze, wie gesagt, erschien bei Schwerkraft und wirklich ein Spiel, wo man sagt, also zugänglich ist das auf jeden Fall und das ist auch für mich so ein klassisches Kennerspiel, zum Beispiel eins der Spiele, wo ich gleich am Anfang gesagt habe, das passt auf jeden Fall. Wenn alles soweit auch harmoniert, was die Anleitung, was die Regeln anklärt, passt, dann ist es ganz klar ein Kennerspiel und das ist es auch und deswegen aus meiner Sicht auch zu Recht auf der Empfehlungsliste. Der ein oder andere hätte es sogar noch einen Tick höher gesetzt, aber wie gesagt, das entscheidet letztendlich die Jury. Das zweite Spiel, also wie gesagt, Architekten gibt es Videos zu den anderen auch, ist das Tiefe Land. Das habe ich schon einige Male gespielt und da kommt noch ein Video. Auf jeden Fall, klar, es war auch ein richtig guter Jahrgang und manche Spiele wollen bzw. müssen einfach ausgiebig gespielt werden, um ein richtiges Fazit hier euch kundzutun. Keine Sorge, da bin ich dran. Das kommt auch nicht zu lange, müsst ihr noch warten. Aber da will ich noch einiges ausprobieren. Und das Tiefe Land erinnert etwas von den Schafen so an typischen Rosenberg. Ja, er hat ein bisschen mitgewirkt, der Uwe, aber Autoren sind ganz andere. Erschien das Ganze bei Feuerland Spiele, aber es geht auch wieder so um die Bewirtschaftung in dem Fall der eigenen Felder, der eigenen Weide, gleichzeitig aber auch der Problematik mit dem Deich, mit dem Deichbruch, sodass Spieler teilweise hier zusammen agieren müssen, aber auch separat auf ihrem Feld hier agieren müssen. Also da kommt schon das Thema Agricola beispielsweise, Caverna ein bisschen durch, beziehungsweise Aller Erde, aber geht dann doch ein bisschen in die andere Richtung, aber ein richtig passendes Kennerspiel, durchaus etwas anspruchsvoll, also anspruchsvoller als jetzt Architekten, sehr anspruchsvoll, sagt sogar die Jury zu diesem Spiel. Also wäre schon fast gerutscht Richtung Vielspielerspiel, ist aber dann doch auf der Liste gelandet und für 2 bis 4 Spieler. Man muss auch zeitlich 90 Minuten auf jeden Fall einrechnen. Tendenz geht aber durchaus etwas in die 2-Stunden-Richtung, je nachdem mit wie viel Spieler ihr es absolviert. Zu zweit geht es schneller, hat ein paar Sonderregeln, zu zweit nur Kleinigkeiten, was den Gleichbau angeht, aber ansonsten zu zweit, zu dritt und zu viert auch spielbar, aber dazu dann in einem späteren Video auf jeden Fall mehr dazu angegeben. Ab 14 Jahre, ja, ist durchaus anspruchsvoll, weil es sind hier verschiedene Gebäudeplättchen, die hier noch vorhanden sind, sodass man auch variabel auf seiner Weide arbeiten muss. So, und keine Sorge, das letzte Mal, dass ich das erwähne, ja, zu Newton kommt auch noch ein Video und damit hätte ich jetzt eigentlich echt nicht so gerechnet. Es ist ein richtig gutes Spiel in dem Fall, Newton aus dem Hause Crani Creations, hat aber ein paar Ecken und Kanten. Ich sag nur so hier Bücherstrategie. Der eine oder andere weiß vielleicht dann gleich Bescheid und kann es gerne kommentieren. Aber es ist ein knackiges Spiel, es wird auch als sehr anspruchsvoll angegeben. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass es wirklich so in den Kennerspielbereich dann geht. So, ich drehe es nochmal rum. Crani Creation, Vertrieb über Asmodee in dem Fall. 1 bis 4 Spieler, auch hier solo, 90 Minuten geht das Ganze ab 12 Jahre und man sieht ja hier, man reist hier, man hat hier verschiedene Aktionsfelder, man hat Karten, die man hier unten dann ausspielt, also sehr variabel auf jeden Fall das Ganze mit sehr vielen Möglichkeiten, Karten, die man drunter schiebt, also man muss hier gleich auf mehreren Spielfeldern agieren und das ist durchaus knackig und da gibt es unterschiedliche Strategiemöglichkeiten, der eine oder andere sagt, die eine oder andere Strategiemöglichkeit ist zu heftig und geht nach. Deswegen bin ich da auch noch ein bisschen mal auszuwählen, um euch ein würdiges Fazit bzw. eine Info zu diesem Spiel geben zu können. Und deswegen sieht man es, mit denen hätte ich jetzt gar nicht erstmal gerechnet, weil das waren aus jeden Fall die Tiefe Land und Newton ging für mich schon eher in die Vielspielerrichtung und gar nicht in die Kennerspielrichtung. Aber das ist ein ganz anderes Thema, was den Bereich dann angeht. Vielleicht ja, nutze ich irgendwann später mal die Möglichkeit, den einen oder anderen der Jury nachzufragen, warum und wieso
so und warum das nicht? Schauen wir einfach mal, was die Zeit mit sich bringt. Ja, das letzte Bund der Reihe, und da habe ich ein Video dazu gemacht, Paper Tales von Frosted Games bzw. Pegasus Spiele. Da steht es auch schon drauf, frecherweise kann man schon sagen, weil da legt sich ja schon ein Verlag dann fest, was es sein sollte oder sein muss. In dem Fall ab 10 Jahre 30 bis 45 Minuten, 2 bis 5 Spieler. Und das coole Element hier in dem Spiel ist, dass Karten quasi altern. Das heißt, es werden Marker draufgelegt und die Karten bzw. die Charaktere sterben quasi. Die sind ein bisschen ausgetauscht werden, es sei denn, durch andere Möglichkeiten werden sie noch etwas am Leben gehalten. Hat einen schönen Mechanismus, man baut dann auch wieder in seinem Bereich. Und das Knackige ist, und das missfällt viel, es geht nur 4 Runden. Das heißt, wenn erst einmal eure Maschine läuft, ihr die Karten ausgespielt habt, dann ist das Spiel schon fast zu Ende. Ja, eine Erweiterung kommt zu dem Spiel noch, aber wie gesagt, ein knackiges Kennerspiel, muss man wirklich sagen, wo der eine oder andere sich das etwas länger gewünscht hätte. Von der Jury ist als anspruchsvoll angegeben, wie gesagt, 2 bis 5 Spieler, habe ich glaube ich gesagt, ab 10 Jahre. Passt auch von der Altersangabe. Ja, das waren in dem Fall alle nominierten bzw. empfohlenen Spiele. Ich verlinke das teilweise, wie gesagt, 5 Links kann ich ja immer auf YouTube setzen und andere Möglichkeiten habe ich ja auch, also da könnt ihr mal reinschauen. Beziehungsweise je nachdem, wann ihr jetzt das Video schaut, sind auch die anderen Spiele dann auch schon mit einem würdigen Fazit bzw. mit einer kurzen Erklärung dann auch als Video hinterlegt. Ansonsten könnt ihr gerne in die anderen Videos schauen. Die Reihe rund um Kennerspiel etc. geht natürlich auch weiter, auch in den anderen Bereichen, aber ich wollte euch einfach in dem Video mal einen Überblick geben, was denn aktuell auf den Listen steht, und vielleicht ist der eine oder andere ja auch von euch neugierig geworden, ist vielleicht Familienspieler und denkt, ach, an das Spiel kann ich mich jetzt dann doch rantasten, das ist dann auch nicht so schwer. Und ihr habt ja gemerkt, die Spiele schwanken dann doch teilweise sehr. Die nominierten Spiele sind alle als anspruchsvoll angegeben worden, sei es jetzt Carpe Diem, Detective oder Flügelschlag. Ja, da würde ich mich auch schon ein bisschen streiten teilweise, weil das eine oder andere sich dann doch ein bisschen anspruchsvoller, auch je nachdem, was die Spielzeit angeht. Das müsst jetzt ihr entscheiden, aber ihr habt auf jeden Fall jetzt eine schöne Auswahl und vielleicht wagt der ein oder andere jetzt auch den nächsten Schritt und sagt, jetzt hole ich mir dann doch mal das Spiel. Ich habe so viel Familienspiele, Kinderspiele gespielt, jetzt darf es auch etwas mehr sein. Bitteschön, da habt ihr auf jeden Fall eine große Auswahl. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das waren alle Infos. Jetzt sage ich tschüss, macht's gut und bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.